ja, komm, ne? Ich hab sie doch klein gewesen, ne? Die war. Ich hab einfach Paradies. Ich hab gedacht, ich hab die schon. Also, ich hab da nicht wirklich nachgeguckt, weil ich hab ja, ich hab schon alle. Oder ich hab die einfach was gesehen, ich weiß auch nicht. Die gibt's nur tagsüber. Und, ja, ich dachte halt, ich hab alle nachgeguckt, dann war ich hier heute zum Schluss, also beim Prüfen, welche mir jetzt noch fehlt. Das heißt, ich hab fast nochmal alle abgeklappert, außer die, wo es nachts übergibt. Und ja, da ist er. Mal gucken, noch. Zielanruf dann. Was tatsächlich sämtliche Zellen und Kerne zusammengetragen, die in Alola zu finden waren. Du warst wirklich genau die Richtige für diesen Aufgab. Da muss ich mir doch glatt mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich hätte dich von Anfang an noch richtig eingeschätzt. Schon bald wirst du dir die Kräfte von Sigard in seiner optimalen Form zum Nutzen machen können. Der Erfolg ist zu greifen nah. Oh, wow. Ja, das teste ich direkt mal. Das heißt, hast du sowas gekriegt? Der Insel. Nehme ich eigentlich so die Sachen ab. Dann nehme ich mir halt mal das Start auf den Form mit. Das ist eine Arbeit. Und heute widme ich mich den Interview-Matches. Meine Pokémon. Ach ja, was ich gestern noch gefangen habe. Was ist das denn? Da, aber leider männlich. Aber hat doch gute Werte, muss ich sagen, ne? Oh Mann, ne? Ich habe ja diese eine Richter-Funktion haben, weil ich kann nicht Richter. So, also aus AKP und Angriff ist ja gut, also man kann das gut aber auf Spezialangriff und Spezialverteidigung oder Innen trainieren. Das ist den, ne? Die Werte habe ich gar nicht nachgeguckt. Also Spezialangriff und Innen, nee, Innen ist eh bei dem Punkt an sich schlecht. Spezialangriff und Spezialverteidigung. Ruffels, KP und. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob Ruffels an sich ein normaler Angriff heißt. Ah ja, vielleicht bei Jutsu ist es so. Bei jedem Fall Jutsu ist, weiß ich nicht. Und einfach so ist relativ. Ja. Ja, ich genau, ich wollte eigentlich alles ablegen. Das ist mein momentanes Team, was aber bald vom neuen Team aufgelöst wird. Und zwar habe ich ja gestern schon das vorgestellt. Aber da fehlt noch eins. Und zwar das KP-Monster, wo ein Tank wird. Komm, lass es wieder bleiben. Ja, das ist bei mir. Das passt. Nein, kein Spitznamen. Ich finde es cool gemacht, dass da ab und zu mal Pokémon sind. Und dass man da viele Boden bekommt. Ja, ich rüttel jetzt sicher den Baum. Das ist halt nicht geschliffen. Chanera. Oh, ja stimmt, man kann ja direkt Chanera züchten, ne? Ich hab gedacht, das wird ein Wunderjahr, aber ich hab vergessen, dass man da extra ein Item kriegt. Ja, ein Chanera. Als KP-Monster. So wird mein Team sein. Shiny Hunter. Was ich aufmachen kann, jetzt eigentlich. Die ausholen. Da wobei ich lasse den noch eine Weile drin. Einfach, dass sich Pitcho schneller entwickelt. Ja. Hallo, großer Typ. Grüß dich. Ich lasse die jetzt noch eine Weile drin. Da werde ich mich auch kein bisschen drum kümmern, dass die paar Level ansteigen. Ich werde halt gucken, dass ich im Trainingsort da schon näher bin. Ja, jetzt warte ich mir mal das 100%-Karte holen, ne? Und jetzt ich will meine Shiny Hunting Pläne raten, ne? Brauche ich eh noch ein neues Layout. Also, was geht von hier? Synthese. Was ist hier?
Ja, ich möchte fortsetzen. Ich würde Anna Testo nehmen. Sie hat diese alte Wasserspinne, wenn ich gerade nicht liege. Ja, ich hoffe, das ist jetzt 100% Form. Direkt. Anna, das ist ja nur ein Kampf. Wenn das jetzt irgendwie in Schatten bekommt, so viel ich weiß. Wenn seine KP auf die Hälfte des Maximals wird oder weniger, halt ihn ein in weiterverzählter Hilfe und ist in die Optimus-Form an. Ja, das ist das finale Zigar. Ja. Wenn ich die Wasser finde, ist einfach besser, wenn ich meine, das Taketas, also diese Kellerassel, oder Strandassel oder was auch immer das darstellen soll, wenn die irgendwie viel Schaden bekommt, dann wird die ja automatisch ausgewechselt. Ja, nee, das ist nicht so gut, die Fähigkeit, wenn man, sag ich mal, das viel gepusht hat oder so. Und ja, und dann ist es halt nicht so gut. Finde ich, meiner Meinung nach. Pokémon ist zwar cool und ziemlich stark, hält es dann auch relativ den aus, aber ich hatte so praktisch, wenn es die Hälfte der KP hat sogar. Und dann kann es schon interessant sein. Ja, jetzt die Utopia zu kämpfen. Ich hab Angst davor. Ich hatte aber ja eh nochmal ab. Also kommt drauf an, wie viel du brauchst und deckst ja aber. An sich würde ich eine Gruppe empfehlen. In Gruppen geht es als schneller. Bei meinen Nachrichten hier auf Facebook. Und zwar die Gruppe, die ich gerne empfehle. Wo ist es dann? Da. Die Gruppe ist eigentlich ideal. Zum Tauschen. Wenn man irgendwelche Gruppen sucht. Ist von einem anderen Thema. Das ist wirklich spannend, dass hier von Typikat dann steht wieder da rum. Ah, ich bin nicht da rumgefallen. Erst als ob ich da rumgefallen. Auf dich. Geht doch klasse, dass du die Liga erst wieder verlassen, dass wenn du alle besiegt hast, du verlierst. Ja, und dann will ich mich mal etwas zur Herausforderung stellen. Mal gucken, ob ich das irgendwie klappt. Ich glaube, da ist genug Punkt dabei. Ich glaube schon. Mein Team ist auch dabei. Moment, ich habe eines noch nicht.
So, aber lauter geht's nicht. Ich bin auch ein bisschen verkältet, man merkt es schon, ne? Und ich kann den Ton noch ein bisschen leiser machen. Zurzeit von der Stimme her bin ich relativ leise, aber leiser kann ich es nicht machen, schon seit man den Gänsehaut nicht mehr. Hallo. Wie gesagt, er könnte wunderbar in Zelda Twilight Princess rumspazieren. Er würde dich auffallen, der liebe Hala. Mal gucken, was das Level so sagt. Oh, da ist auch mein Level. Das Mogel hier. Ich will nur was kurz gucken. Ja, Fee ist ja effektiv. Da würde ich später Brandlesee einsetzen. Ah, vom Level geht es echt klar, vom Level 63 rum. Krawall, das ist auf Eis. Daher setze ich jetzt Feuerpori ein. Ich werde jetzt, ich mir gleich wieder einer reingedrückt. Jetzt hätte er Tache. Fulminante Holzschläge. Von umgenäht worden, ne? Das ist okay. Das ist okay. Abandon bewegt jetzt. Ich fand die Musik immer noch mehr mega geil bei denen. Ja. Macht Energieball vielleicht mehr Schaden, ne? Ein bisschen mehr. Hat ich nicht mitgerechnet, dass Gabo eine Giftattacke kann.
rasender Affe. Ja, ich weiß immer wieder, dass das so heißt. Das ist nur los, hat den schneller als absolut hat den Zeit oder hat der einfach nur langsam. Schau, da habe ich mich alle jetzt gedacht. Da war das dunkle Flower. Ich bin auf jeden Fall schneller. Aber jetzt nicht verguckt, das ist. Schön. Gemacht. Du machst den Champ, wirf dich alle Nerven. Hat er gesagt. Ich finde das so schön, wie das mit so einem Regenbogen-Glitzerteil ist. Was für ein kurioser Kampf. Da lacht einem das Herz. Und auf die Muskeln werden gefordert. Was könnte ich mir mehr wünschen? Ich habe noch jede Menge. Brauche ich. Ein paar Kerbenbeutel. Nur noch ein Stück. Was so Attraufkarte sind, habe ich genug. Grüß dich, Anton der Echte. Voll sind sie wieder. Und was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte mal. Wie Matches. Ich bin fast fertig mit dem Spiel, ich muss nicht mehr wirklich viel machen. Ne? Ich mache jetzt die Top 4 Rematches und dann ne, muss ich gucken, was ich machen kann. Ich würde jetzt aber erstmal meine Punkte dann. Ich habe das Bedürfnis dazu. Nicht jeden Zweig gibt es, das ist ein bisschen lang, ne? Sehr schön. Süß, wie es sich freut. So, du bist jetzt da. Er ist aber jetzt voller Herzen, ne? Sieht das lustig aus! Geht doch einfach darüber, das ist doch nicht so viel verlangt. Ich mag den Hintergrund. Ach, so.
einem Pokéresort liegen die ab so rum. Das sind die seltensten. Oh, Bunchabee ist so süß. Ich finde das aber besser wie das in XY. Ne? Da kriegt man schneller die Herzen hoch, bei XY hat es noch voll lang gedauert. Ja, fass doch nicht so aus, Bundlebee. Okay, so je vor. Ja, hi. Noch nicht mal gesehen. Ja, hör auf, Mücken zu zerquetschen. Ne? Das sieht für mich immer aus, als würde nach irgendwelchen Fliegen oder so greifen. Ne? Er hat auch das maximale Herzen, ne? Dreh dich um. Das ist auch ein Keks, weil das dann lang für dich. Und dann, ja. Wenn es so macht, mit so goldenen Glitzern rum, dann ist es auch noch Simmum. Oh. Noch gar nicht aufgefallen. Wieso funktioniert die nicht? Rip, check, Chatbox. Moment, ich muss da mal kurz gucken. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mal gucken. Mit Twitch. Das wird ja jetzt auch neuerdings mit YouTube. Chatbox. Kopieren. Jetzt geht's ja wieder. Hi, Skyfelder, grüß dich. Miep, miep. Wie so ein Auto. Miep. Miep, miep. Miep, 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 miep. Es ist lustig, letztes Mal, also beim ersten Mal, weil ich kopiere, habe ich von da unten angefangen. Jetzt habe ich genau die Adaptation an. Gott, was war denn das zweite nochmal? Kreis? Kann das sein? Na, ich will da nicht hin. Na, wenden. Ich wollte einfach nur meine Pokémon wechseln. Ich bin ziemlich sicher, ob das Kreis war. War das andere Geist? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Na nee, das ist zwar Stein.
Stein. Leinstein, dann wechsle ich zu Lutherin. Nein, wie habe ich es deutlich gesagt? Mein Chat ist Leinstein. So. Ja, wie soll ich so? Ich weiß auch keine Ahnung. Ich finde die Frau sieht voll cool aus. Ich weiß, das war lustig. Aber ich glaube, ich habe das erste Mal, wo ich da war, auch gemacht. Und ich habe nicht krank. Ich hatte Helikant. Aber ich kann abbeten. Nein, ich hasse Scanner. Sehr viele Dinge, die ich in Pokémon hasse. Aber wenn ich Glück habe, durch das Pokémon-Armee, also Pokepause, wie es jetzt heißt, euer Ding. Ich habe gesagt, dass Luther den wieder aufwacht, wenn ich es nicht auswechsle. Beziehungsweise eine Kopfgenesung reindrücken. Ich wechselt er aus und macht dann auf. Wenn es halt seine Form verliert. Nein, jetzt schläft's. Lola Geo, was ist Typ Elektro? Von daher. Ich zieh lieber das hat ihn zurück. Sie setzt mein anderes Pokémon ein, was auch abbeten kann. Der Elektroschocker. Was war kleiner? Nicht spoilern, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß doch, dass da irgendwas kommt. Au, au, au. Bestimmt kommt so Tali oder so noch angelaufen. Mann. Irgendjemand muss ja kommen und sagt, ich will jetzt Champ werden. Ne? Jetzt, wo du mal anwesend bist. Er wird nicht die Frackenzeichen auf meinen Kopf gerade sehen. Ich hoffe, ich bin gerade fett mit dir. Mein liebes Lutherin ist jetzt dran. Und ich krieg das. Oh, cool. Ich hab gerade eben gelesen, elektrische Steinfresser. Also ich hat sich da voll merkwürdig an. Okay, ich speichere eh andauernd. Ich hab den Film gesehen, da hat ich auch schon die neue Synchro. Ich hab jetzt einfach mal gedacht, mit was ist mit deiner Synchro passiert? Und dann
Ich habe mich aber recht schnell dran gewöhnt, dass ich echt so merkwürdig anhört, muss ich erstaunlicherweise sagen, ne? Spezielle. Ist auch eine spezielle. Und die Alola folgt damit gar nicht. Brauchst mich nicht zu sitzen. Ja, ich habe schon die Nachstory gemacht. Ich habe alle Kapus gefangen. Ich habe schon die Ultrabestien alle gefangen. Ich habe noch ein paar Rückkämpfe gegen die Insel-Captains gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ich habe alle Zigarrenzellen gesammelt. Nekomas habe ich auch gefangen. Das ist beim Pekka-Typ gewesen. Ne? Da habe ich auch den Tipp bekommen, ne? Dass das Ding überhaupt. Dass es das gibt. Das Einzige, was ich so ziemlich noch nicht gemacht habe, ist Tipp 0 geholt. Weil ich das in Shiny resetten will, irgendwann mal. Also habe ich mir auch GTS geholt. Ich habe auch den Schiller-Pin geholt, den Mal-Pin geholt. Noch über. Ich bin auch einfach am Überlegen, was ich gemacht habe. Ich habe ein Ei ausgebrütet. Ich habe von Shiny gehandelt. Also gestern habe ich Shiny gehandelt, einfach nur so, just for fun. Es gibt eigentlich nichts mehr, was ich machen kann, außer dem Papier. Und der größte Fail für alte Zigarrenzellen war ja, eine einzigste übersehen. Ich bin jetzt mit dem Gegner einsetzt. Ernsthaft. Da auf das Voluminas am Leben zu halten. Ich habe auch alle Deppsteine gesammelt. Ich habe die Evoli-Profis gemacht. Ich habe noch in der Schule gekämpft. Ich habe mit Kaffee gekämpft. Ich musste doch gegen Fabian kämpfen, ne? Ich war beim Kampfbaum. Nach Kampfbaum mache ich noch irgendwann, aber erst wenn ich Battle-Ready-Pokémon habe. Also in meiner Bank habe ich da jede Menge, wo ich irgendwann mal über Buttertausch bekommen habe. Apropos Pokémon Resort.
Ich muss da mal was machen. Ne? Ich muss noch mal in der Ferne gucken. Ne? Bären, da waren noch alle, okay. Ja, ich weiß, dass das Loser dem Ernst ist. Nee, also 222 Spielstunden kriegt man schnell zusammen. Ich hab jetzt 121. Allein vom Shiny hab ich schon 40 oder 50 Stunden. Pokédex sammeln macht auch noch mal ein paar Stunden aus. Durchspielen macht noch viel aus. Gut, ich spiele es jetzt nicht täglich, weil ich auch noch arbeiten muss und weil ich ein bisschen erkältet bin. Die ist geil. Es gibt Leute, die haben schon mehr Spielstunden, ne? Ich mag die Kleine, die Lola. Ah, okay. Danke, also ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich erst den Pokémon andrück. Ja, ich drück Pokémon auf. Macht so oft nett und süß und dabei mein gefährlich. Zu Bieris. Ich glaube, ich bin zu viel in Zukunft, wenn noch zum Bier ist. Hört sich irgendwie lustig an. Ich bin froh, dass er kein Krüpper oder so einsetzt, was sie hier nicht gibt. Mahuda war Pflanzegeist. Mal eins geangelt habe. Ja, ich warte dich da nächste Runde auf. Ich habe ja gedacht, das ist ein Wassergeist oder so. Aber nö, es ist Pflanze. Hallo Sand. Es gibt immer noch Sachen, die man hat, die man nicht machen kann. Hallo Sand hat auch einen ziemlich brutalen Pokédex-Eintrag. Das Tod, weil Pokémon da in seinen Mund blocken und dann macht das er Dicken oder sowas in der Art. Und ich lebe bloß an den. Hat man eine miserable Innet?
Aber da ist das schon okay. Ich wollte ja Polis haben eigentlich ein System nehmen, aber dann ist mein Team so gemacht, wie es jetzt ist. Ah. Ich habe um den Tag gut trainiert. Nicht so lange Generation auch noch nicht draußen. Was steht das dann machen? Gern mal machen, ne? Irgendwann mal, wenn ich Sonnenmond wieder spiele. Das ist auf jeden Fall schneller als ich das zu benehmen. Nur hat den. Ich hab gerade ein Schäfer, ich treffe ihn noch. Und. Der hält ja verrohen auf. Zweite, ein Gedanke. Sakabu hat auch irgend so einen brutalen. Pokédex-Eintrag, dass sie irgendwie Kinder zwingen, anzusammeln, bis diese Pokémon oder so was in der Art. Ich finde, macht mehr Schaden als ich dachte. Ach gut, das lag auch an der Verbrennung, dass man weniger Schaden macht. Auf, das auf den heilt sich doch eh immer. Was mich so lieb hat. Autsch. Stitch. Eisgeist. Egal, ist ja auch eigentlich schon bestätigt. Auf jeden Fall ist es mit den Eistypen zusammen noch. Und hat so gut wie keine Verteidigungswerte. Ich wollte dich eigentlich nicht lassen, aber okay, da machen wir mal. Deine Staubflecken weg, wo auch immer die herkommen. Ne? Passiert eigentlich, wenn ich mit dir. Na, das passiert gar nichts. Wenn man mit der Hand drüber geht, verbrennt man sich die Hand über den Gürtel. Ah. Na, ich wollte das bloß sagen, das sieht man sogar als ob es Probleme. Brennt, ein brennender Fisch. Grillfisch. Könnte ich mal wieder machen, so Backfisch. Ja, Pokepause ist ziemlich cool. Ja gut, Poke Army war ja genauso bloß, dass es länger gedauert hat. Dein P-Teil ist auch OP. Also der OP-Teiler. Ich glaube die letzte war Flip oder so. Oder die erste, die keine Ahnung woher kommt. Ich meine, die meisten Charaktere hat man gesehen, dass die dieser alte mit den Golfschläger. Oder Tennisschläger oder was die hatte. Keine Ahnung, wo die herkommt.
weiß ich, vielleicht Charakter wieder aus einem alten Pokémon spielen. Ich hab keine Ahnung von der. Ich meine, irgendwo muss die ja herkommen. Ich meine, im kompletten Spiel hat man die nicht gesehen. Auf einmal da, okay, und dann ist die auf einmal da. Ich meine, man sieht ja einige alte Charakter, wenn ich weiß, wie die heißt. Die kann ich mal googeln. Ich google jetzt mal. Google. Wenn man die googelt und dann herkommt da irgendwelche Schnauzbädel. Ach, oh Mann. Da steht, weil es nicht genau definiert. Also über Dach ist eigentlich nicht viel bekannt. Die ist eine Hotel-Arena. Ich muss mal das Pokémon wechseln. Das Hanohano Resorts. Aber ich glaube, das ist die. Ganz am Anfang vom Spiel hieß es, ich hatte eine Schülerin, also in der alte Schule. Ich hatte eine Schülerin, die ist. Also, das ist glaube ich die, wo es halt von der Schülerin gehabt hat am Anfang. Das ist halt die Schülerin. Also, die Schulleiterin hat ja gesagt, sie hat eine Schülerin gehabt, die war auch auf Inselwanderschaft und. Ist auf Inselwanderschaft Champ geworden. Ich glaube genau das ist die Schülerin, wo am Anfang die Rede von war. Das war jetzt super komplett gut ausgedrückt. Man hat jetzt alles verstanden, was ich wollte. Und ich habe auch das über TCGO geöffnet und muss ich gleich wieder schließen und ich krieg das Setup. Ich hatte Flug rein gedrückt. Wo am 4 eh keine Verteidigungswerte hat. Das sah merkwürdig aus. Und Samphira. Okay, ich noch irgendwas da. Ja, auf jeden Fall, der ist am wenigsten bekannt von den vier Leuten. Ne? Das zu tun kann, kannst du noch umfängen. Außer es wird geheilt. Ich finde es immer noch komisch, dass der Tokan so viele Kampfattacken hat, aber kein Kampf-Pokémon ist. Und vom Aussehen her ein Feuer-Pokémon ist, aber keine Feuer-Attacken gelernt hat. Das war, ich glaube, das ist psychisch schwächer, aber ich habe kein Psycho-Pokémon. Das kann Gift-Attacken. Ja.
Hey, hört sich. Also für Jäger hört sich gut an, Pratschis. Pratschis hört sich gut an, Anastasia. Ach, jetzt kann ich nicht aussprechen. Die Wasserspinne hört sich gut an. Nemolux Mantis. Da würde ich im Mantis nehmen, weil man Amalux nichts sagt. Pandama, oder Futalanda. Da würde ich ehrlich gesagt Futalanda nehmen, ne? Weil Pandama mit einem einer Feuerattacke gewöhnlich tot ist. Und Mikwa ist auch tot. Das nochmal. Ach, das ist dieser komische Lichtgeier. Flammenwurf. Mach mal Bratthändchen draus. Oder Geier in diesem Fall. Oh, die Attacke ist doch nicht effektiv. Setz ich denn ein? Also in einem Online-Kampf wird dieser Move ziemlich schnell bestraft werden, ne? Hat es gerade Ruheort eingesetzt? Ist es noch genannt? Nein. Da habe ich hier keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin gerade verblödet. Sehr schön, die Verknüpfung ist mal weg. Nochmal mal weiter Bratwändchen. Das ist auf der Antike, der Stärke, aber die Verknüpfung weg ist. Gut, ja, den Angriff, da und ich mit Bratwändchen. Erstmal die Teams testen, bevor man so nimmt. Die Seite Form muss noch einsetzen, habe sie jetzt eine andere Form dabei. Ne? Ich glaube, die Form von ihr immer wechseln. Ne, Feuerflug. Ein Pokéball fällt nicht so lang und mit der Fokus. Jetzt heile ich nochmal meinen Pokémon. Ja, klar, das legendäre Dior. Ich habe keine Ahnung. Genauso wie die Kinder, wo ich gesehen habe, Pokémon Go gespielt haben. Ich bin kein Pokémon Go-Verfechter, muss ich an dieser Stelle sagen. Und auf jeden Fall, die haben gesagt: Boah, krass, ein Kabador. Und ich habe fast angefangen, laut loszulachen, weil, ey, es ist ein Kabador. Da habe ich mit meinem Bruder drüber gehabt, der eigentlich auch nichts mit Pokémon am Hut hat, aber er hat halt gesagt, dass Pokémon Go. Er hat gesagt, ja gut, ich habe letztens so Kinder gesagt, die haben gesagt, ja krass, voll Kabador. Da ich gesagt, Kabador ist nichts Besonderes. Hat er gesagt, ja gut, Pokémon Go ist das stärkste Pokémon. Ich sage, ja, in Pokémon Go, aber ich
spielen, ist mit dem Donnerblitz oder so vielleicht tot. Und was Ditto betrifft, ja, es ist halt so nicht mehr ins Spiel gekommen, ne? Und Leute, wo keine Ahnung haben, denken, ja, Ditto ist jetzt ziemlich was Geiles und was Besonderes und krass und so. Mal gucken, was jetzt kommt. Ach, ich finde den Ort voll cool. Ich finde es mit dem Ton cool gemacht. Mal dahin setzen, nochmal speichern, um was zu verlieren. Wolverwoch an erster Stelle. Einfach der Kartsteine. Und jetzt kommt bestimmt irgendjemand angelaufen. Ha! Tali, ich hab recht gehabt! Tach, aber endlich hab ich das bisher hergeschickt. Aber ich bin noch nicht an meinem Ziel. Es gibt noch einen Trainer, den ich besiegen muss. Und der steht vor mir. Ja, der liebe Tali, wieso habe ich mir das gedacht, dass der ankommt? Random, ich Musik hört sich ziemlich random an. Oldschool Musik. Nein, das ist das Opening, das ist ein Remix von der alten Musik. Was? 20 Random NPCs. Okay. Interessant. Wie gibt's denn da noch so? Kuppel das jetzt. Wer da noch so kommen kann. Ich war nicht 20 Mal zu Sophia. Atali gleich als erstes, das passt irgendwie ja, als wenn man da. Ola Lady. Ach, ich bleib beim Hoverbock. Okay, Vicky. Ist das, glaube ich, am zuverlässigsten. Ne? Sophia, Alola. Autsch. Ne, da steht nichts. Und mal wieder hin. Kämpfe gegen Sonntag Tränen, aber das ist der Unterschied auf den gelandet. Ne? Ach, vorne auf dem Platz. Ich wollte nicht. Ich kann nicht so recht wieder was. Da steht Tali. Fukui kann kommen. Der auch verschiedene Teams hat, je nachdem, was man hat, aber halt hatte. Yuki, was ist denn Yuki? Irgend so eine rothaarige, keine
Ahnung, wer das sein soll. Ne, das ist ein Kerl, das jetzt... Fuck, wer ist das? Ja, so ein komischer Typ, das jetzt... Oh mein Gott, ich muss das mal... Na toll, jetzt hat mein eigener Link gelöscht, oder was? Heilen, Moment. Kopieren. So. Handblicker. Irgend so ein Putze. Also das so irgendein Container, wie du sagtest. Cyrus. Also der mit dem Elektro-Pokémon. Marlon. Mit ihrem Stahl-Pokémon. Gladio gibt's. Dann auch je nachdem, was man statt machen hat, hat er ein anderes Amigato, die Haku, die Frankenkron, interessant. So ein Knirps. Knirps-Check heißt der. Mit alles Mögliche kann kommen. Der Fabian kann kommen, den muss ich auch noch kämpfen. Ne? Mehr steht hier jetzt nicht. 20 Leute waren hier jetzt nicht aufgelistet. Ich muss mal nach dem Tüppel da nochmal gucken. Ich sehe doch da irgendwas das da. Das sieht aus wie so aus so einem Kolosseum-Teil oder so. Oder aus Schwarz-Weiß, was das so ein Verwandter von dem Tüppel, von dem ehemalige Kämpfer, also ich hab den. Ich hab gedacht, das ist schon tot. Alle können. Lass mich mal durchgehen. Ich finde aber den Wett und Knirps hat sich schon lustig. Den will ich mehr wissen noch. Also hier steht bei Poroviki, dass es 10 mögliche Herausforderer gibt. Okay, hier steht nur, es kommt aus der Fernregion und ist als Hochstar bekannt. Kann sein, dass er auf Unranger oder so kommt. Er steht gerne im Rampen nicht. Boah, das wäre so episch, wenn so ein neuer Ranger-Teil rauskommen würde. Ja, wenigstens hat den... Oder das ist so ein Trainer, der in einem zukünftigen Pokémon-Spiel vorkommt. Ich meine, er sieht einfach aus wie so ein Bösewicht. Oder in Pokémon Stanne kommt davor, dass daneben der Etta Foundation und Team Skull, die Lappen, der vorkommt. Ich bin wieder Champ. Also, der zweite Durchgang fand ich ein bisschen leichter. Muss mir eingestehen, dass ich schwach bin. Warte.
und werde einfach nicht stärker. Also ich finde, du bist schon ziemlich stark. Du bist einer der stärksten Rivalen, wo es so gibt im Pokémon. Tristan. Es ist echt frustrierend. Ich habe mir mein Bestes gegeben. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht, gegen dich anzutreten. Na, danke, Tarako. Immer wieder gerne. Ich bin wieder Chen. Ich finde das cool mit den Meteoren. Okay. Der Name von dem Ryuki lasst ihn Ryu und Ki aufteilen, während die erste Silbe für das chinesische Namen Hache steht. Das spiegelt seine Pokémon wieder. Ja, aber das ist einer der interessantesten Trainer. Nach der Liga soll ich speichern, hieß es. Okay, was gibt's jetzt noch zu machen, ne? Ich wollte gegen Fabian kämpfen, ne? Der steht ja nur bei der Ether Foundation rum. Der einzige Kampf, wo man noch so einfällt, so machen kann. So spontan. Vielleicht mache ich wieder ein bisschen Shiny Hunting. Also ich beende fast den Stream und fange so sagen einen neuen Stream an. Dass ich das schön getrennt habe. Ja, da steht ja im Spiegel. Beste Aussage. Ja, man trinkt nicht mehr, aber das steht im Spiegel. Im Namen hat er. Gerne, ich hab gerne. Ah ja! Wir haben Schluck auf. Besser, man macht die Liga durch. Dann kriegt man fast ja durch die Liga geschafft. Und dann kommen nicht extra die Credits. Dann ist man noch wieder vor der Liga und kann sofort wieder in die Liga reingehen. Also kann man sehr Alter. Sehr schnell leveln. Ich muss mal kurz Luft anhalten, tut mir leid. Oh, ich hoffe, das Stuhlkopf ist jetzt weg. Ich glaube, da hat sehr viele Psycho-Pokémon hauptsächlich da, Fabian. Auf einmal. Nerven hat oder halt so. Ach, die sind ziemlich schnell tot, wenn man mal schneller ist als der.
Nein. Nein. Süßer da. Aber ich hab's von dem Mond sagen lassen, ich hab's von dem Mond sagen lassen, ne? Eines der besten Pokémon-Spiele der letzten paar Jahre. Okay, die anderen sind dann aus der Idee zu begegnen, davor zu begegnen, und dann fertiger. Nur den Kampfbaum hoch muss ich im Großen und Ganzen noch machen, ne? Dann muss ich noch mein Fotokamera auf maximal Punkte die Stempel. Für die letzten vier Seiten, aber schon nicht mehr. Nervchen scheint jetzt gut aus. Mit meinem Schweine ABC weitermachen. Ich werde das machen. Ich werde jetzt ein Bild suchen. Dann gibt es keine ABC. Ja? Ich brauche mal ein Bild für das Shiny Pokémon. Was ich jetzt in meinem Shiny ABC machen darf. Hier. Ich weiß nicht, was ich kann. Ich habe es jetzt einfach mal getan. Ah, das Bild. Und ja, ich glaube, wir haben es okay. Das krieg ich. Na, du willst das kriegen von ihm, okay. Ja, fand ich auch voll traurig. Und er ist weg, okay. Fand ich auch traurig. Vielleicht kommt doch ein Spiel, hoffentlich mal den Kanto-Spiel dazu. Ein Kanto-Fortsetzung, wo dann der komische Tacho-Prinzip vorkommt. Das ist ein Verwandter vom, wie heißt der Champion-Mal? Der mit dem Trank-Pokémon der ersten Generation, wie kann ich jetzt seinen Namen vergessen, ne? Lili, bevor ich meinen Flugplatz starte. Ich weiß auf Mede Mede. Kann man ihr Tagebuch noch lesen? Siegfried, genau. Eine Fortsetzung, dass das der Enkel Siegfried ist und der ist irgendwie böse und hat das hat irgendwas mit dem Horror zu tun und man kriegt Lili wieder. Das wäre so, so ultimativ cool. Eine Fortsetzung der Kanto-Saga. Mir geht dieser komische Typ nicht nach dem Kopf. Ich hoffe, es ist auch ein Ziel zu sagen, dass ich meinen Pokédex hole. Oh, Tarako, du scheinst dich ja voll reinzuhängen. Auch der Pokédex weist inzwischen jede Menge Einträge auf. Tarako ist echt äußerst fähig. Ich bin sehr stolz darauf, wie fleißig sie ihre Pokédex füllt. Ha, das freut mich natürlich. Was freut dich natürlich? Was, Proton? Ach klar. Mich doch auch. Ja, dann ist ein Check für dich. Oh, Glücksei. Erfahrung. Pokémon mit einem Glücksei entwickeln sich schneller. Es gibt auch Pokémon, die nicht in der Welt des Antworten zu treffen sind, sondern die man erst nach der Entwicklung stößt. Ich hoffe, also mit dem Item helfe ich dir. Okay. Und dann ist normal. Lillys Tagebuch. Ach, scheint Lillys Tagebuch zu sein, das ich vergessen habe. Das kleine Metallschloss wurde wohl von Kramux gewaltsam aufgebrochen. Möchtest du das Tagebuch lesen? Lol, Kramux. Ja, ich möchte lesen. Ich habe beschlossen, das Etherparadies zu verlassen, Wölkchen zu beschützen. Als ich hier zur Seite genommen, ihr
im Vertrauen in meinen Plan erzählt habe, falls sie mir einen gewissen Brunett zu Rat zu bitten. Ihre Forschungen beschäftigen sich mit den Ultrakorten, was für ein Mensch Professor Brunett wohl sein mag. Und noch viel wichtiger, was mag mich dort draus der Alola-Region wohl erwarten? Weiter lesen. Wölkchen fing völlig unvermittelt an, hell zu leuchten. Ehe ich mich versah, stand ich Professor Brunett gegenüber. Ob es wohl eine Art der Fähigkeiten war, tief im Inneren von Wölkchen schlummern? Professor Brunett stellte mich ohne lange zu zögern vor Professor Kukui vor. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass er mit freiem Oberkörper durch die Gegend lief. Ob das in Anoda wohl als mutig angesehen wird? Weiter lesen. Professor Kukui hat uns netterweise erlaubt, in Sandapur zu wohnen. Seit seiner abgetakelte Yacht macht die Reise dorthin nicht gerade zu Vergnügen, aber die frische Meeresbrise hat es wieder gut gemacht. Im Hafen von Mele Mele sind wir dem Inselkönig Kala und seinem Enkel Tali begegnet. Dabei habe ich erfahren, dass es in Anola weder Achreiner leider noch einen Champ gibt. Und was auch für eine Kanto-Fortsetzung spricht, ist, dass Tali gesagt hat, sein Vater ist ein Kanto, irgendwo. Sei was. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und weißt du, wem ich auch mag, die Tracy. Oder Tracy oder Tracy, wie auch immer man sie jetzt ausspricht. Heute hat sich die Ereignisse überschlagen. Wirkchen wollte unbedingt einen Abstecher zu den Ruinen des Krieges machen. Doch auf dem Weg dorthin wurde es von Habitat angegriffen. Ich war der Verzweiflung nah. Doch plötzlich kam ein unbekannter Trainer zu Hilfe. Das befürchte ich, sie gehöre zum Etta Foundation. Aber zum Glück war sie nur eine Bekannte des Professors. Ihr Name war Tagahua. Ich werde sie nie vergessen. Lilly, ich werde dich auch nie vergessen. Ich will dich wiedersehen. Ich will dich wieder haben. Ach, jetzt steht sie nicht mehr da im Eck. Okay. Delikat war erhalten. Krieg ich noch irgendwas vom Professor verschenkt? Was macht das Kapo da unten? Ne? Das ist kaputt, sehe ich. Oder Rosa. Der Rosa Sattag ist ein Easter Egg, sehe ich gerade. Und zwar, es gab auch das Super Training in XYHB. Und es gab einen Satz, der sah genauso aus und der hat die Freundschaft erhöht. Das ist ein Easter Egg, wohl. Schnippis gefunden, ne? Und so ein Sofa. Der Chiller-Keller. Professor Brunett, eigentlich noch irgendwas zu sagen? Bevor ich scheine, die Hand im Bär. Professor Brunett, was weiß ich jetzt? Ach, und noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Es gibt einen Ort. Ja, Salmus ist ein fragwürdiger Charakter. Ich gehe jetzt erstmal zu Brunett, ob die noch was zu sagen hat. Halt über, was ein anderes gibt's nicht. Ich kann mich auch nicht fragen brauchen, ne? Brunett, wo sind wir dann? Okay, verstehst du. Thank you.
Waschbegel, du weiterfährst die Wolken nach. Die von zu ändern, als Bareus, Vultulus und Demetorus. Okay, aber mehr hat sie nichts zu sagen. Das war ein gutes Buch. Ach ja, die Traumwelt-Anspielung oder der Traumvater-Anspielung. Ein Charakter, den ich ziemlich cool finde, ist ja Kiyabe. Den fand ich ziemlich cool. Ja, genau, das was ich nicht wollte. Wo ist es dann? Ach schon. Dann hole ich gleich meine. Vorüber geht es Shiny Hunting Team, weil ich das Ganze erstmal trainieren muss. So ein bisschen noch. Das kann ich auch im Livestream machen, das Training. Aber erstmal will ich nach rüber. Ich schlafe mal den Blick da hinterher. So. Ja, ich sehe schon. Aber ist es für mich älter? Also, der ist für mich nicht älter. Vor allem. Anime! In der deutschen Fassung, zweite Staffel, Orange Insel, wo es Richtung Orange Insel geht, da sagt er, als sie in die Stadt kommen, wo es den Erdbrocken gibt. Wow, Mist hier! Wir waren ein Jahr nicht mehr hier! Und dann, wenn man von den Volksflüssen ausgeht, hallo da, sei mir gegrüßt, Besucher aus Kentucky City, da winkt ein Anpass und sie. Und. Da ist Schild zu, irgendwie Entwicklung. Auf jeden Fall, vom Anime her ist er jetzt in der zweiten Staffel schon 11. Und dann, wenn man von den Folgen ausgeht, da gehen zu viele Tage, Nächte, da ist er mindestens schon 12 oder 13 geworden. Und ich meine, es ist, zumindest in der deutschen Fassung, ist er locker 14 mittlerweile. Und da kann man nicht rein, das ist da durch, irgendwie schon unfertig. Und da. Sollte mal Mario Bart hingehen, gucken, welche Steuerverschwendungen hier gemacht wurden. Also, ich bin aber jetzt gleich wieder da. Ich muss gerade den Stream neu starten, ne? So, ist gleich in 1, 2.